endlich ein Nintendo-Spiel, auf das ich mich wirklich, wirklich freue. Wir haben Mario Kart gespielt. Kollege Cliff hat sich verpieselt, weil er seine Schmach von der Niederlage eben gerade nicht verkraftet hat. Ich kann's verstehen. Mario Kart 8 sieht richtig schön aus, dafür, dass es Wii U ist und wir jetzt eben gerade auch ein paar PlayStation 4 Titel im Vergleich hatten, finde ich, macht sich das Ding echt nicht schlecht. Es verkauft sich gut, es ist die typische Comic-Grafik, aber sehr plastisch und sehr detailverliebt, gefällt mir sehr gut. Spielerisch ist es eine gewisse Weiterentwicklung. Also wer Mario Kart 7 auf dem 3DS gespielt hat, der kennt schon viele Elemente. Aber was neu ist, ist halt diese Anti-Schwerkraft, Anti-Gravitationskurse. Man fährt stellenweise an Decken, an Wänden und das Spielgeschehen steht schnell auf dem Kopf. Und das gefällt mir sehr gut. Also das bringt ein bisschen Abwechslung mit rein. Es fehlt jetzt wirklich dieser ganze, das Novum, der besondere Knackpunkt, weshalb ich jetzt unbedingt Mario Kart 8 spielen müsste. Allerdings ist alles, was da jetzt drin verbaut ist, einfach mega spaßig. Es ist Mario Kart, man weiß, was man zu erwarten hat und man bekommt genau das, was man erwartet. Aber es fehlt natürlich so die wirkliche extreme Neuerung. Aber es macht so viel Spaß und gerade zusammen, gegeneinander, mit Freunden, ist das Ding einfach unschlagbar. Und ich muss sagen, ich freue mich richtig drauf. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es mein Grund ist, jetzt eine Wii U zu kaufen. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und ich habe Schweine Bock drauf. Wir sind gespannt. Euch hat das Video gefallen? Dann lasst doch eure Kommentare und einen grünen Daumen zurück. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann werft doch einen Blick auf unsere aktuelle Folge InWeek. Ein Klick auf das große Video und es kann schon losgehen. Rechts unten findet ihr unsere Event-Videos zur Gamescom und unten links geht's zur Vorschau-Playlist. Wir wünschen euch viel Spaß!